Vermutlich auch die vernünftigste Antwort. Each person is born with their fate written into their own genetic code. It's unchangeable, immutable. But that's not all there is to life. I finally realized that. I told you before the reason that I was interested in genes and DNA. Because I wanted to know who I was, where I came from. I thought that if I analyzed my DNA, I could find out who I was, who my parents were. And I thought that if I knew that, then I'd know what path I should take in life. But I was wrong. Doch nicht von den Eltern vorgeben. I didn't find anything. I didn't learn anything. Just like with the genome soldiers, you can input all the genetic information, but that doesn't make them into the strongest soldiers. The most we can say about DNA is that it governs a person's potential strengths, potential destiny. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. Snake, whether or not you're in the Foxdie program isn't important. The important thing is that you choose life. And then live. Don't you think, Snake? Don't worry. I'm going to choose life too. Until today, I've always looked for a reason to live. But from here on, I'm going to just live. Und trotzdem beschwert sich jeder Mensch über sein eigenes Leben, auch wenn er es so gewählt hat. Genes exist to pass down our hopes and dreams for the future through our children. Living is a link to the future. That's how all life works. Loving each other, teaching each other. That's how we can change the world. I finally realized it. The true meaning of life. Thank you, Snake. Look, I found this. Let's keep it as a reminder. Of what? A reminder of a successful mission? Or the first time we met? A reminder of how to live. Huh? Until today, I've lived only for myself. Survival has been the only thing I cared about in my life. That's not just you. That's how everyone is. I only felt truly alive when I was staring death in the face. I don't know. Maybe it's written into my genes. What about now? What do your genes say about your future now? Maybe it's time I live for someone else. Someone else? Yeah. Someone like you. Maybe that's the real way to live. So, where to, Snake? David. My name's David. Okay. So where to, Dave? I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. What are those? Caribou. To the Aleutians, the caribou is a symbol of life. It'll be spring here soon. For us too. Yeah. Spring brings new life to everything. It's a time for hope. I've lived here a long time. But Alaska has never looked more beautiful. The sky, the sea, the caribou, and most of all, you. I think I'm gonna like this new life. Come on. Let's enjoy life. Yeah.
diesem Motto leben wir doch hoffentlich alle. Ja, und da reiten sie in den Sonnenaufgang, ist es ja eigentlich mehr. So, in den 80ern gab es mehr als 60.000 Nuklearsprengköpfe über auf der Welt zur gleichen Zeit. Die ja, zusammengelegte Zerstörkraft war so groß wie Hiroshima, 93 statt 2, bis auf 3.000 mit 3.500 reduzieren bis Ende 2098 gab es ja auch immer noch 26.000 Nuklearsprengköpfe auf der Welt, wenn der Text mal nicht so schnell weiter scrollen würde. Ja, und damit, Ladies and Gentlemen, oder Gentles and Ladies Men, sind wir bei den Credits angelangt. Ja, und ihr wart quasi live dabei, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben dieses Spiel in einer Session ohne zu speichern durchgespielt habe. Ja, herrlich. Hat Spaß gemacht und ich hatte definitiv Spaß. Denn dieses Spiel ist ich glaube, zeitloser Klassiker, beschreibt es ja bald schon nicht mal mehr ansatzweise. Also es ist irgendwie, es hat irgendwie immer noch so eine einzigartige Atmosphäre. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Auch wenn ich finde, dass das Level-Design an manchen Stellen nicht ganz so gut gealtert ist. Ja, es gilt umso mehr eigentlich noch für den Nachfolger Spring. Spring? Wie komme ich jetzt auf Spring? Weiß ich nicht. Spring Snakes wollte ich wahrscheinlich sagen. also nicht für den direkten Nachfolger ist es auch nicht, denn der Nachfolger Sons of Liberty, der zeigt eigentlich im Vergleich zu diesem Spiel und vor allen Dingen, wenn man aus jenem Spiel die Features einfach übernimmt und plump in das Level-Design dieses Spiels kloppt, wie problematisch so etwas sein kann. Dass das einfach nicht so geht. Und das keinen guten Eindruck macht. Ja. Nichtsdestotrotz ein, Spiel, was einen besonderen Platz in meinem Herzen hat. Also dieses, das Original, definitiv. Twin Snakes nicht ganz so viel. Naja, ist ja auch egal. Ja, wie bei vielen war es das erste Metal Gear Spiel, was ich gespielt habe. Und ich habe das, glaube ich, auch schon einige Male erzählt. Ich habe es ja erst 2000 gespielt auf dem PC das erste Mal und da war die PlayStation-Version ja schon 2 Jahre auf dem Markt und ich habe von diesem ganzen Hype überhaupt nichts mitgekriegt und ich habe durchaus, obwohl ich ja eher der N64-Verfechter damals war, ich hatte die Original PlayStation nie, obwohl ich deswegen auch Multiformat-Magazine wie die Maniac zum Beispiel gelesen habe, habe ich von dem Hype um diesem Spiel überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe das auch, ich habe es nur anhand der Beschreibung auf der Rückseite der Verpackung mir einfach gekauft. Und irgendwie dann aufs Beste gehofft. Und etwas, was ich niemals bereut habe. Ich schätze mal, auch wenn ich es damals nicht gespielt habe, spätestens wenn Metal Gear Solid 2 rausgekommen wäre, dann hätte ich mich dem Hype um dieses Spiel, um dieses Franchise auch nicht mehr entziehen können. Aber naja, so ist es anders gekommen, so hat man eine bessere Geschichte zu erzählen. Und Einfach eine herrliche Sache. Ja. So. Dann bin ich gleich mal gespannt auf unsere Bewertung. Dürfte eigentlich relativ gut ausfallen. Ne? Wie gesagt, wir haben ja nicht einmal gespeichert. Wir sind nicht gestorben. Wir haben ja ein paar Rationen. Wir haben einmal Alarm ausgelöst. Ohne dass es vom Spiel beabsichtigt wird. Also die beabsichtigten Alarmphasen wie in dem Fahrstuhl und so weiter, die zählt das Spiel auch mit. Ich kann mich eigentlich nur erinnern, dass wir einmal da in dem Brennofen da, da habe ich einmal Alarm ausgelöst. Sonst lief das eigentlich soweit alles ziemlich geschmeidig. Bin sehr zufrieden.
Und ja, wir spielen ja die Integral-Fassung. Ist auch das erste Mal, dass ich diese Fassung... Ja gut, auf dem PC hat man die auch. Also ist nicht das erste Mal, dass ich sie durchgespielt habe. Aber die PlayStation-Version. Und die PlayStation-Version hat, so wie ich das nachgelesen habe und auch vorhin schon mal erwähnt habe, das hatte die PC-Version definitiv nicht, wenn man das einmal durchspielt, dass man dann eine Alternate Round, also alternativen Spieldurchgang kriegt, wo die Wachen andere Patrouillengänge haben. So, das werde ich aber nicht nochmal aufnehmen. Nee, es reicht ja jetzt. Ich habe jetzt Twin Snakes aufgenommen. Ich habe jetzt auch mal das Originalspiel aufgenommen. Damit ist aber mit Metal Gear Solid eigentlich gut. Und ja. Ich glaube, die Credits sind jetzt auch so ziemlich am Ende. Dann dürfte jetzt noch eine kleine Sequenz kommen, wo Naomi nochmal redet oder nochmal was wiederholt. You mustn't allow yourself to be chained to fate, to be ruled by your genes. Humans can choose the type of life they want to live. The important thing is that you choose life and then live. Dieses Video hat mit dieser, im Zusammenhang mit dieser Aussage eine sehr starke Symbolkraft, wie ich finde, dass man nicht sich an das Schicksal kettet. Und dann diese Hunde, Schlittenhunde da. Yes, sir. The entire unit was wiped out. Those two are still alive. The Vector? Yes, sir. Fox Die should become activated soon. Right on schedule. Yes, sir. I recovered all of Rex's dummy warhead data. No, sir. My cover is intact. Nobody knows who I really am. Yes, the DARPA chief knew my identity, but he's been disposed of. Yes, the inferior one was the winner after all. That's right. Until the very end, Liquid thought he was the inferior one. Yes, sir, I agree completely. It takes a well-balanced individual such as yourself to rule the world. No, sir. No one knows that you were the third one, Solidus. What should I do about the woman? Yes, sir. I'll keep her under surveillance. Yes. Thank you. Goodbye, Mr. President. Mr. President, ja. Wenn das mal kein Cliffhanger ist. Naja. So, jetzt sollten wir eigentlich unsere Spielbewertung kriegen. Kriegen wir nicht. Was ist das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit FoxDie? Können wir jetzt FoxDie aktivieren? Oder was heißt das Ganze hier? Oder ist das jetzt unsere Spielbewertung in Japanisch? Pocket Station. Ah, okay. Das ist dieses kleine Mini-Dings da, was man an die PlayStation anschließen kann. So ähnlich wie die VMU bei der Dreamcast. Okay, dann ist das wahrscheinlich nein. Dann sollten wir jetzt aber unsere Bewertung kriegen, oder? Oder auch nicht. Und irgendwie können wir auch nicht abspeichern. Also unseren Spielstand sichern. Das ist irgendwie scheiße. Ja, gut. Muss ich jetzt mit leben. Ich bin müde und ich sag einfach mal an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.